Ja, Susanne. Nancy, einen schönen guten Morgen mit Wilhelm von Delft. Einen schönen guten Morgen aus Österreich, aus der Steiermark. Also Steiermark, ich spreche hier mit der schönsten und der liebsten Frau von Steiermark. Oh, das ist aber nett, danke schön. Wie geht's mit Ihnen? Ja, danke schön, ganz gut, schönes Wetter, da leuchtet das Herz, ja, wenn die Sonne scheint. Ist das schönes Wetter in Steiermark in diesem Moment? Ja, es ist sehr schön, ja. Also, der Reason, dass wir Sie eingeladen haben, ist der neue Sänger Lago Maggiore. Erzähl den Zuhörern was über das Song. Nachdem ich die Berge liebe und die Seen, das Wasser liebe, habe ich mir gedacht, ich mache mal einen ganz anderen Titel, der eigentlich über Berge und die Seen handelt. Und der ist sehr schön geworden. Ja. Ich hatte gerade noch für das Gespräch, habe ich noch abgespielt, wieder Hallo. Oh, okay, cool. Ja. Ja, das war mein zweiter Song, wieder Hallo. Also, und jetzt Lago Maggiore ist denn dritte, vierte? Das ist mein dritter Song, ja, und der erste war 1000 heiße Latinos. Ja, ja, das habe ich gesehen. Wie lange sind Sie angefangen mit Singen? Im November im vorigen Jahr. Ja, was haben Sie dann vorher gemacht? Ich arbeite nach wie vor ganz normal in meinem Beruf. Also ich bin Köchin und Kellnerin und Bürokauffrau. Also ich arbeite nach wie vor, das Singen ist nicht mein Hauptberuf. Ich mache das als Hobby. Aber Singen hat es doch immer so zwischendurch gemacht, oder nicht? Ja, zwischendurch mit meinem Mann, da sind wir eine Hobbyband aus Kapfenberg. Da spielen wir Tanzmusik, machen Geburtstagfeiern und Hochzeiten und Feste. Ja, und jetzt sind Sie angefangen mit echt wirklich das ein bisschen Professionalität, oder nicht? Ja, genau. Ja, jetzt habe ich damit angefangen, ja, weil es riesengroßen Spaß macht und weil Musik ins Herz geht. Ja, und wie hat denn so die Rücke gemacht nach Ihnen? Ich meine, einmal ja, noch, bitte? Ja, ja, wie hat das gesagt? Sie musste etwas weitergehen. Ja. Wie hat das gesagt? Das war die Jenny, meine Produzentin, ja, aus Kapfenberg. Die hat mich gefragt, ob ich das professionell machen möchte. Und ich habe mich dann natürlich bedankt und ja gesagt. Ja. Und jetzt sind Sie in die Studio hingegangen, haben Sie eingesungen. Schmeckt das nach mehr? Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ist das in diesem Moment in Österreich? Können Sie singen auf dem Podium? Ja. Ja? Ja, ja, nächste Woche habe ich auch wieder einen Auftritt. Also, eine Benefizveranstaltung. Ja. Eben für die Zuhörer, Nancy, erzähl was ein bisschen über sich selbst für die Zuhörer. Ja, mein richtiger Name ist Susanne, ich bin in der Steiermark aufgewachsen, war aber 10 Jahre lang in Schweden, weil meine Mama geborene Schwedin ist und habe dort 10 Jahre gelebt und jetzt bin ich wieder in Österreich. Ja. Ja. Und Steiermark ist das schönste Teil von Österreich. Ich bin viele Mal gewesen da im Steiermark. Ah, okay, ja, wie schön. Ja, Steiermark nennt man das grüne Herz Österreich. Ja, das ist ganz anders, wenn sie in Tirol kommt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Aber der Lago Maggiore, erzähl was über diese Szene. Sind Sie selbst in Lago Maggiore gewesen? Nein, leider nicht. Nein? Leider noch nicht. Aber ich möchte mir das gerne ansehen, weil das eine wunderschöne Gegend ist. Da müssen Sie da hinfahren. Von Österreich. Ja, auf jeden Fall. Von Österreich sind Sie schneller in Lago Maggiore dann von Spanien. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Aber wir gehen noch mehr von Sie hören. Diesen Jahr oder nächstes Jahr? Ja, in einem Monat. In einem Monat? Kommt mein. Ja, in einem Monat kommt mein nächstes Lied heraus. Erzähl uns was. Ja. Ich darf noch nicht zu viel erzählen. Also der Song heißt dann Der erste Kuss. Ah, wir müssen noch einen Monat warten. Ja, ihr müsst euch noch gedulden, einen Monat, ja. Aber dann ist es soweit und ich freue mich schon sehr darauf.
Und dann kommen Sie wieder hier in Programm. Ja, genau. Dann komme ich gerne wieder. Ein schönes Gespräch am Montagmorgen. Die Zuhörer, wenn Sie Danke mehr Ihnen. Informationen wünschen, wo können Sie das finden von, über sich? Ja, ich habe keine Webseite. Also ich bin wirklich nur auf YouTube oder Spotify oder sonst wo unterwegs. Aber ich habe noch keine Webseite. Aber es kommt noch. Das machen wir dann im nächsten Jahr. Ah, das kommt noch. Wir gehen das Spiel, ja. Lago Maggiore, auf der ersten Platz. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier live im Programm sind. Und Sie möchten selbst die Ankündigung machen. Bitte. Oh, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Zuhörer. Und jetzt kommt mein Titel Lago Maggiore. Viel Spaß. Ich wünsche noch einen schönen Montag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.